Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Hausparty Fake It Till You Make It. In diesem Film geht es um zwei Leute, einmal Kevin, gespielt von Jacob Lattimore, den man zum Beispiel aus Texas Chainsaw Massacre kennt, und Damon, der gespielt wird von Tossin Cole, den man aus Star Wars Das Erwachen der Macht kennt. Diese beiden zwei verträumte Typen, die immer auf der Suche nach den großen Dingen sind, sind an einer Reinigungsfirma angestellt und zufälligerweise machen sie an einem bestimmten Tag bei LeBron James Riesenanwesen sauber. Und diese beiden kommen auf die glorreiche Idee, wie wäre es, wenn wir, da wir ja eh von diesem Job gefeuert sind, noch an demselben Tag wurden sie gefeuert, weil sie mal wieder ein bisschen Blödsinn angestellt haben. Da wir ja die Schlüssel haben und LeBron James 2 Wochen nicht auf sein Anwesen ist, wie wäre es, wenn wir da die Chance ergreifen und eine Party machen und dickes Geld absahen? Das ist so deren Plan. Und nach einigen Hin und Her überlegen sie sich das wirklich tatsächlich durchzuziehen mit allen möglichen Zip und Zap, obwohl die beiden eigentlich kaum irgendwie einen Cent haben. Und ja, und das Ganze nimmt dann doch sehr, sehr interessante Formen an. Also, was man zu diesem Film sagen kann, muss. Also, ich habe mich köstlich amüsiert, muss ich sagen. Also ich bin ja ein Freund von diesen, ich sag jetzt mal, schrägen Komödien, Hashtag Kifferkomödien. Das war mal wieder eine Kifferkomödie, wo ich sage, jo, super, hat mir gefallen, hat richtig Spaß gemacht und alles und gerne wieder mehr davon. Da geben sich auch so einige Fragen, die man sich da stellt. Wie kann man auf solche Ideen kommen, so ein Drehbuch zu schreiben? Wie kann man auf solche Ideen kommen, solche Charaktere reinzupacken, dies, das, hast nicht gesehen und so. Aber ich habe echt richtig Spaß gehabt. Also, die Charaktere sind gut gewählt. Man nimmt das den beiden wirklich ab, dass sie wirklich zwei durchgeknallte Träumer-Typen, Hashtag verrückte Typen sind und auf was für Leute die da treffen, um ihre Sachen da durchzuziehen. Das ist richtig gut. Gut gemacht. Also ich habe mich echt wirklich köstlich amüsiert und die Leute im Kino auch. Also da muss man tatsächlich sagen, da hat schon Spaß gemacht. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja. Also ich muss sagen, echt sehr viel richtig gemacht, Leute. Sehr, sehr viel richtig gemacht. Also, ich kann mich noch an Zeiten von den Filmen wie How High zum Beispiel erinnern. Zu Deutsch So High von Method Man und Redman und sowas alles. Und ja, das geht auch so ein bisschen so in die Richtung, dass da so ein paar Dinge ein bisschen außer Kontrolle geraten, ein bisschen Weed gesmoked wird und dass sie dadurch dann noch dümmere Ideen kommen und dies und das und alles und so. Und ja, Leute, kann man so machen, nehme ich euch ab. Und was da noch so alles für Dinge auf dieser Party passieren. Das kann man nicht erzählen, das muss man gesehen haben. Das kann man nicht erzählen. Und ja, deswegen gebe ich dieser Komödie, weil ich wirklich ein Fan von diesen Kifferkomödien bin und das endlich mal wieder eine ist, wo ich sagen muss, jo, perfekt, gut gemacht, gebe ich diesem Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film einfach Spaß macht und für das, was er ist, einfach lustig. Einfach lustig.
Das war die Filmbewertung zu Hausparty. Dann schauen wir doch mal, was nächste Woche für ein Film uns erwartet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.